Servus und moin moin, willkommen zurück und wir befinden uns immer noch mit Anu hier auf am Strand, um eben das Boot zu finden, womit wir zur Insel kommen. Also erstmal hier durchsuchen, da ist wieder eine Werkbank. Mal da ja was werkeln. Da haben wir immer noch nicht genug Sachen, oder? Nein, nichts. Da brauchen wir noch ein paar Sachen. Gut. Hätten wir wahrscheinlich finden können schon irgendwie überall und ich habe nichts gefunden. What a loser. Okay. Oh, ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite. Schaut mal kurz hier hoch. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Mal kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das Boot fährt nirgendwo mehr hin. Oh, da stand der Name. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je, es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar, warum nicht? Das hat es sich verdient. Na? Ich nenne es die Unsterbliche. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist erst, wer komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlverdiente Ruhe. Eine neue Erinnerung freigeschaltet, gut. Okay. Und durchs Wasser laufen? Oh, ne? Ratten, immer überall Ratten. Ja. Ah, warte mal. Das ist ganz gut, das Zeug. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Die Ratten hier, die wollen nicht? Wir müssen ein bisschen Avatar machen. Leuchtet leider noch nicht so lange. Wieder zurück. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch jetzt Quatsch gewesen, oder? Quatsch mit Soße, Alter. Gut. Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, ja, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Ja, fall den mal mit. So. Ja.
Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psch. Nichts. Sicher, dass hier bei dem ganzen Rand immer noch Leute sind? Nein! Das war ja dumm. Hä? Ach, müssen wir noch mal gucken, ob wir die Ratten gleich steuern, sonst... Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psch. Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldat, atme durch. Ding mitnehmen, ja. Also mal zurückgehen hier, da war noch irgendwas, das leuchtet da. Mal los, verschwinden. Wir sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Jemand ist hier! Was jetzt, Amicia? Da oben kann ich gar nichts machen, oder? Oh, ich denke schon. Oh Mist. Ah, er ist gut da, der Mann. Nehme ich gerne bei mir. Er hilft uns. Guter Mann, guter Mann. Es gibt schon verschiedene Arten, wie man das Ganze lösen kann. Wir haben jetzt die Fackel und nehmen die einfach mit. Und dann einfach mal hier die Truhen. Plündern. Heißt Sophia der Drachenkopf, weil sie Feuer spuckt? Ihr Boot heißt Laraskas. Das ist der Fischer. Haben sie da hoch wahrscheinlich, wo die Schlepper runtergerufen haben. Okay. Immer mal Dings gebrauchen können. Na gut, dann machen wir es anders. Ein paar Ratten.
Nerv mich zwischen die Ratten hier. So, da kann man nicht mehr viel von machen, ne? Wir haben noch 4 Stück. So, wir mal den Kram plündern. Halt. Da unten können wir runter, man kann auch hier runter gehen, oder was? Also 2 verschiedene Wege, okay. Ach Mist, so, nur hier wohl längst. Nein! Bleib in meiner Nähe! Das Gerät hält nicht lang los! Wie dumm! Wie dumm mal wieder! Mann! Okay. Da ist eine einsame hier erstmal. Da sind wir auch gar nicht hin, sondern hier längst, ne? So, warte. Dann locken wir die da hin erstmal. Ne, ne, nicht damit, sondern hier mit. Na komm. Ein bisschen Maschen da. Die Ratten sind noch echt nervig. Und wenn sie in Brache ist? Ach, wird schon alles gut. Hier entlang? Ja, ein diskreter Weg für diskrete Leute. Na, diskret und diskret, ne? Da können die Ratten nicht durch. Das Versteck ist gleich da hinten. Nein, nein. Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen mehr Wasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist tief. Bitte. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich an der Hand. Ich trag dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Na schön. Na bitte. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du Alter, wie langsam ist sie denn bitte sehr? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir dahin? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Los. Bin ja mal gespannt, wie ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken.
und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So, du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Auch nicht schlecht. Erreiche Sophias Boot. Es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein hitziger Winter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm von Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hör auf! Jetzt hast du es geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Arno, schnapp ihn dir. Ja! Komm nur her. Verliebt. Er ist gut, der Typ. Er ist einfach eingelaufen. Gut gemacht. Ich kann's sehen. Das sehe ich. Aber ich kann's auch. Ups, da haben wir es mit der Feldern gezogen. Du musst nicht geplant. Na egal. Erledige ihn, Anno! Hier drüben! Wir haben Besuch! Gegen kämpfen? Oh nein. Mal gucken, ob wir noch was einsammeln können hier. Cool. Den Typen müssen wir uns warm halten. Der Kampf nimmt doch Gegner näher an, wenn die Gegner so lange in der Überzahl sind, treten wir nur einmal treffen. Okay. Das sind töten können wir ja auch. Zwei gelassen? Ja. Dann komm Anno. Auf mir längst. Hey, das war doch eigentlich ein Löschen, oder nicht? Das ist mit Blut? Löscht Feuer, genau. Löschen wir gleich mal Feuer, wenn er kommt. Ich weiß nicht, wie weit er geht, aber wenn er bis hier hinkommt. Oh, den können wir auch platt machen, so. Gut,
fressen. Er kommt auch mal vorbei auf jeden Fall. Ja, warte mal. Und jetzt bist du gleich dran, Igo. Ich habe keine Ratten hier, ne? Wo er längs geht, vielleicht können wir von hinten wieder metzeln. Mit dem Steinchen. Oben ist auch irgendwo einer, ne? Den sehen wir jetzt nicht. Oben läuft einer rum auf jeden Fall. Bin ich sicher. Und da oben ist er platt machen. Oh, da kommt der schon. Guck mal. Wir hätten auch die Ratten nehmen können zum Fressen gerade eben, ne? Ich hab mir gedacht. Beiden Händen interessieren sich gar nicht für uns. In die Höhle gehen? Oder gehen wir in die Höhle? Warte mal. Anno ist ein cooler Typ, muss ich sagen. Ich mag ihn. Nummer 2. Anno, schnapp ihn dir! Bereit für den Kampf! Ja! Nur du und ich! Ja, das war gut, dass er den Gegner genommen hat, der andere wäre ein bisschen härter gewesen. Sehr gut. Da geht's auch raus, geht auch hier oben raus. Hm, welchen Weg gehen wir? Gucken wir beide Wege. Hier oben stehen zwei. Wenn hier hinten links geht, es gibt ja verschiedene Wege, wenn man schön laufen kann, aber lass mal gucken, wo es hier hingeht. Von hier hätte ich auch reinkommen können, wie man sieht. Ah, ich finde noch irgendwas. Noch von hier reinkommen können. Wahrscheinlich. Ach, dann sind wir die beiden umgangen sozusagen. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier längs. Ja, gehen hier oben längs, glaube ich. Das ist so mein Weg. Mal ganz kurz. Einer mit, einer ohne. Perfekt. Aufgepasst, es geht runter. Schon dabei. Mist, der andere geht zu weit weg. Das ist ein bisschen blöd. Mal gucken, wie wir das machen gleich. Einer kommt bestimmt gleich wieder zurück, kriegt einen Stein am Kopf.
Und ihn können wir doch gleich zum Kampf schicken mit Arno. Das wäre so meine Wahl. Wollt ihr mal sehen? Um zwei zu kämpfen ist zu hart für ihn, glaube ich. Lass uns da erstmal gucken, was nur einen erledigt. Was zur Hölle war das? Besuch! Augen auf! Sucht nach Eindringlingen! Sagt Bescheid, wenn ihr was seht! Sofort! Den musst du umbringen. Dann kannst du den anderen auch besiegen. Gehört ganz dir, Arno. Sehr gut. Ja, der Arno, der Arno. Den mag ich. Ich weiß. Pass mal auf einen Pfeil, den hol ich mir noch schnell. Nehme ich zum Pfeilen. Also dann holen wir uns doch schnell. Jeder Bolzen ist Gold wert. Nur die beiden dürfen wir nicht sehen, ne? Das glaube ich nicht mehr gesehen. Ich die Kiste frei. Das wird gut. Komm, Arno, müssen wir jetzt noch hier was bauen? Eigentlich haben wir alles, ne? Wir haben alles. Jetzt hier oben links. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haaren. Neue Angriffsfähigkeit, Erholung? Amiga bleibt ruhig, wenn es angegriffen wird und erholt sich schneller von Treffern. Ah, das ist gut. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Gut, genau hier machen wir wieder eine Pause, bevor wir zum Leuchtturm kommen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.